Guten Morgen. So muss das. So, es ist heute ein Kram. Jetzt habe ich mein Inventar offen. Jetzt hat mein Inventar geöffnet. Ja. Sind heute gut drauf. Schön. Gehen wir dann heute in die Mine? Was tun wir heute? Oh mein Gott. Als erstes würde ich mal sagen, wir gehen in die Mine. Ich sehe da schon, wir haben hier nicht so viel. Wo gehe ich denn hin? Voll verplant. Oh mein Gott. So. So verplant. Hier. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich höre die Musik. Moment. Die ist leiser als sonst, oder? Weiß ich nicht. Machen wir auf 20. Oder ist das so? Wie ist das denn sonst? Ist das so gut? Mir kommt es irgendwie ganz sehr leise vor. Bin mir nicht sicher. Oder machen wir es doch mal? Entschuldigung, dass ich jetzt rumspiele mit dem Ton. Es irritiert mich. So. Lassen wir mal auf 2. Schauen wir dann gleich mal. Also ist relativ laut. Dann machen wir es doch vielleicht auf 1. Lass mal so. Entschuldigung. Keine Veränderung. Hallo, Kind. Tja, ich habe jetzt ein anderes Kind. Wo ist eigentlich mein Ehemann? Da ist mein Ehemann. Hallo. Bin heute früh aufgestanden. Ja, ist gut. Kennt die Story schon. Ich habe das Gefühl, dass ich heute etwas tun wollte. Ich weiß nur nicht was. Hast du noch mal dieses Problem, Misa? Wieso nennst du mich nicht Schatz? Ja. Wieso nennst du mich in diesem Satz nicht Schatz? Wolltest du meinen Namen sagen? Achso, da habe ich was anderes angefangen. Ich dachte mal so, ist da irgendwo was fertig? Oh, da ist was fertig. Ja, super. Auch irgendwie? Ja, super. Sehr schön. Gut, ich glaube, da gehen wir gleich schon in die Mine. Bevor es zu spät wird. Tiere werden heute nicht gestreichelt. Weil wir haben keine Zeit für Gefühle. Für große Gefühle. Nee, hallo. Darf ich mal durch? Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Ja. Super, dass man hier so aufmachen kann. Das gefällt mir. Warte. So meine ich es. Scheiße. So. Weg da. Ach, wenn ich dann in die Mine gehe, soll ich mir vielleicht irgendwas zum Essen mitnehmen. Das wäre doch von Vorteil, oder? Nehmen wir uns das hier mit. Passt dann schon. Bisschen was sollte man mitkriegen. Brauchen wir. Gehen wir die Staubgeister killen. Die haben wir ja noch nicht gekillt, oder? Auf jeden Fall brauche ich. Scheiße, wieso bin ich jetzt hier hingegangen? Ist hier irgendwas Interessantes? Oh. Hier gibt es Würmer. Nein, die waren nicht so interessant. Ja, vielleicht kommen wir später nochmal hier zurück. So, gehen wir in die Mine, da wo ich auch hingehen wollte. Wo sind die Staubgeister nochmal? Ebene 55, ja? Ja, super. Ja. Gib mir Kohle, dankeschön. Wo ist hier noch irgendwo was? Fledermaus. Super. Fledermaus wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Aber ja, ich brauche auch noch Stein. Fällt mir gerade ein. Für die Kristallariums. Kristallarium. Dieses Wort. So. Oh. Super. Ich brauche Kohle. Sehr viel Kohle. Ach ja. Ich habe ja auch die Geoden noch zum Aufbrechen. Fällt mir da gerade ein.
was ich noch habe. Ich möchte jetzt mal keine leeren Versprechungen hier machen. Ich könnte dann auch mal aufbrechen. Ich möchte mindestens 10 Kohle aber jetzt kriegen. Was ist da drin? Ist da Kohle drin? Nein, ein normales Holz. Toll. Auch gerne das Stardew Valley gehen, ja. Zwar nicht unbedingt in die Mine. Aber ich hätte das noch Farmzeug. Doch auch. In der Mine wäre es mir zu gefährlich. Aber so einfach irgendwie mal so Kristalle und so sammeln, da hätte ich auch kein Problem damit. Aber mit einer Pickaxe würde ich mich wahrscheinlich umbringen. Aus Versehen. Die sind riesig, Pickaxe, die sind nicht nur so klein hier. Ich dachte mir, die sind klein. Warte, okay, die ist jetzt auch nicht unbedingt klein im Vergleich zu ihr. Ich habe mal jemanden gesehen mit einer Pickaxe, dachte mir so, wenn ich die jetzt so schwingen würde, würde ich wahrscheinlich das Gleichgewicht verlieren und dem Ding und würde mir das voll ins Rückgrat reinrammen. Sehr gefährlich. So sah es zumindest für mich aus. Würde ich nicht machen wollen. So. Wir haben immer noch nur 2 Kohle. Wow, hier ist aber viel Silber. Oh, hier ist ein Geist. Super. Drop was Anständiges. Brauche ich die Dinger noch für irgendwas? Weiß ich nicht. So, haben wir schon 3 Kohle. So. Ich glaube, was ist mit uns nichts mehr mit Clint. Ich denke, hat irgendwann noch eine Fledermaus gehört. Fledermäuse immer noch nicht. Ich spiele jetzt schon seit 412 Stunden Stardew Valley. Ich mag immer noch keine Fledermäuse. So. Super, einen Weg nach unten haben wir schon. Ups. Nein. So. Nochmal Jade. Und Smaragd natürlich. Komme ich auf Jade? Achso, wahrscheinlich bei Jade, weil es auch grün ist. Ja, komm her, kill ich dich auch noch. So. Dann mache ich mein ganzes Feld voll Blitzableiter. Also, wie hieß das nochmal? Ich will jetzt nicht unbedingt sein, wenn ich ehrlich bin. Wie gut das hier schon Weg ist, super. So, wo kommen wir jetzt hin? Heute ist ein guter Tag, ja. Ich habe heute Glück. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt feststellen, dass ich hier viel Kohle kriege. Da haben wir Jade. Eine gefrorene Geode. Noch eine gefrorene Geode. Oh, da kann ich leider nicht Nein sagen. Ich dachte mir jetzt, ich gehe jetzt raus. Aber wenn das Gebiet verseucht ist, gibt es viel Kohle. Gehen wir vielleicht morgen zu Clint. Ich brauche die Kohle. Hallo. Also, könnte würde am liebsten nur mit ins verseuchten Gebieten herum arbeiten. Nicht arbeiten. Rumlaufen, genau so war's. Super. Noch ein bisschen Kohle. So. Stein haben wir schon. Wir haben schon über 100 heute bekommen. Super. Ups. Ich vergesse mal dann irgendwie drauf zu hauen. Ups. Nein. Wo bin ich denn mit meiner Maus? Aus dem Spiel rausgetappt. So. Komm, mal gucken. Vielleicht haben wir sogar noch mehr Iridium. Dann können wir noch ein bisschen mehr Kristallariums bauen heute. Und wenn wir eh schon wieder ein bisschen Stein haben. So. Ah, ich freue mich schon. Ich werde jetzt ja gleich Muffins backen. Yay. Oh, eine gefrorene Träne für Schatz.
experimentiere immer gerne mit Muffins rum. Ja. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Jetzt, wo ich Veganer bin, muss ich noch mehr rum experimentieren. Nee. An und für sich habe ich ein Standardrezept, was ich einfach ein bisschen verändern möchte. Ein selbst erfundenes Standardrezept, ja. Das ist wirklich selbst erfunden. Aber ich habe das mehr oder weniger abgeleitet von einem anderen Rezept. Das ich kind of, ja, lol, so ziemlich komplett umgewandelt habe. Aber die Mehlmenge ist gleich. Von der Rezeptur. Und die Flüssigkeitsmenge auch. Aber das Öl ist nicht gleich. Das hat auch weniger Zucker von mir, ja. Also weniger Öl, weniger Zucker. Und ja, naja. Ne? Ich habe eine gesündere Variante draus gemacht, sagen wir mal so. So. Ganz glücklich damit. Jetzt muss ich halt nur schauen. Ich habe mir eingebildet, dass ich Birnenmuffins mag. Und, eigentlich habe ich es nicht wirklich so mit Birnen. Aber ich hatte Lust drauf. Und ja, muss halt nur noch schmecken dann. So, ich gehe mal wieder raus hier. Haben keine 10 Kohle zusammenbekommen. Schade. Naja, halt können wir in Steinbruch auch noch mal kurz gehen. Kriegen wir da noch ein bisschen was raus. Oh, da haben wir sogar toll einmal Kohle bekommen. Mal wieder schön sauber machen, hier sind auch bloß über Steine. Oh, ist auch noch mal was. Ist auch nur Lehm. So ein Mist aber auch. So. Ich. Sehr schön. Nee, oh mein Gott, was würde ich geben, wenn ich auch so einen Hof hätte? Das wäre der Wahnsinn. Ah, dann hätte ich ja nicht nur ein Pferd, dann hätte ich mindestens 2 Pferde. Ja. Oder vielleicht 3 Pferde. Aber die müssen natürlich auch geritten werden. Mehr als 3 könnte ich nicht haben. Ja. Ah, und ein Esel. Oder 2 Esel. Und eine Kuh. Besser gesagt, 2 Kühe mindestens. Aber nicht für mich, sondern einfach so, weil Kühe süß sind. Ja. Ja, ich meine das ernst. Soll ich das mit? Das nehme ich auch mit, wenn ich schon mal hier bin. Das, das. Ich habe heute übrigens geträumt, dass ich bei einer meiner Tanten war. Und die hat so gemeint, so, hey, ich habe hier einen Garten. Und ja, kannst alles Gemüse mitnehmen. Irgendwie war es nur Gemüse vom Hof halt, Hofgarten halt ernten, was du haben möchtest. Also, der Wein ist fertig. Das dachte ich mir nicht. Aber ja, dann habe ich noch Zeug geerntet und war relativ begeistert. Hat mich sehr glücklich gemacht. Oh, jetzt haben wir sogar 10 Kohle bekommen. Wahnsinn. Ja, das mal wegpacken. Was brauchen wir denn für Kristallariums? Ein Kristallarium hier, 2 Iridium, da können wir auch nicht viel draus machen. Ach ja, wir haben ja auch nicht mehr so viel Gold. Das heißt, wir tun jetzt erstmal Gold einschmelzen. Das hier weg, das hier weg, das und das und das und ja. Das hier kommt auch weg, das hier und das hier. Schatz, ich habe ein Geschenk für dich. Hier, Schatz, ich weiß, es bringt zwar nichts mehr, aber egal. Es macht dich glücklich. So, ist immer noch glücklich, super. Kriege ich noch einen Kuss? Ich habe mich da eben oft unbeobachtet gefühlt, aber ist es. Aber hier ist es anders. Danke, dass ich mich bei dir wohlfühlen kann. Kein Problem, Schatz. Ja. So, packen wir hier Gold nochmal mit rein. So, das hier weg. Weg damit. Weg damit. Gehen wir kurz den Wein nochmal ernten. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Money. Ah, wir sollten auf jeden Fall Money kriegen. Oh, hier sind Seerosen. Die sind bestimmt schon mal irgendwann aufgefallen davor.
aber gerade klingt das sehr interessant. Was, das kann nicht so viel Wein. Ich muss mehr Fässer bauen. So, brauche ich ja gar nicht so viel klicken. So. Was machen wir denn für einen Wein? Packen wir die Sternenfrüchte weg. Machen wir Sternenfruchtwein, warum auch nicht? Der ist relativ viel wert. Das heißt, wenn wir das nächste Mal Wein reinwerfen, können wir den teuren Wein auch verwerten. Also wenn wir den wieder in den Keller reinpacken. Dann sind wir rich. Voll reich und so. So, Melonen. Wunderbar. Nehme ich auch nochmal eine Melone für mich mit. Können wir noch mal kurz gucken. Ja, da wollte ich nicht entlang gehen, aber naja, wenn man die Hand voll hat, ne? Ich sag mal hier. Was brauchen wir denn noch mal alles für Fässer? Eichenharz, Kupfer, Holz und Eisen. Wir haben Eisen. Wir haben kein Kupfer fertig. Willst du mich jetzt hier verarschen? Gut, machen wir keine Fässer. Wir packen hier mal den Wein weg, weil wenn wir den jetzt nicht wegpacken, dann verkaufe ich den als Versehen. Das wäre uncool. So, weg damit. Ein paar Reiselbeer, Melone, Sternfrucht, uralte Frucht. Katze. Wunderbar. Es ist schon Zeit ins Bett zu gehen. So, gute Nacht. Ach ja, ich habe nichts verkauft. Oh.